Da hinten, wie man sieht, ist mein Sitz. Heute mal was ganz anderes. Heute befinden wir uns mal auf Drückjagd. Das ist mein Ausblick, den ich so habe. So, 340 Grad Schussfeld. Der Jagdherr meint ja, es wäre nichts hier. Aber da lassen wir uns einfach mal überraschen. Treiber sind in Anmarsch. Nach hinten ist wohl ein Keiler raus. Unser Ding ist hier 1,5 Kilometer lang. Nicht sehr breit. 300 bis 400 Meter an der breitesten Stelle. Aber wir schauen mal. Wild ist auf jeden Fall da. Ricke mit zwei Kitzen kam hier durch. Ja, und die Schweine, weiß nicht, sind die nach hinten raus oder? Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Einer liegt hier vorne. Und einer ist da drüben hingemacht. Den Frischling mit am Weg nehmen. Ja, sauberer Schuss. Kurz hinter das Blatt. So, dann werden wir das Schwein mal öffnen. Nehmen wir das wenigstens mal mit, dass man auch mal sieht, dass hier noch Rehe gibt. Obwohl hier so viele Wölfe rumrennen. Also Sie sehen, wurde heute ein großer Wolf. Aber ansässig in dem Gebiet sind wo, naja, ein ganzes Rudel. 7 bis 9, 10 Tiere, die hier dauerhaft sind. Und trotzdem schaffen es immer noch ein paar Rehe irgendwie zu überleben.
Na gut. Ja, wenn der Straßenlärm nicht wäre, dann wäre es noch richtig idyllisch jetzt. Die Sonne kommt ab und zu mal durch. Hinten scheint noch wild zu sein, zumindest für ein paar Schüsse. Naja, vielleicht kommt ja noch mal was hier lang. Das ist die Ricke mit den zwei Kitzen, die ganz am Anfang kam. Aber da lasse ich mich gar nicht verleiten. Auf flüchtiges Rehwild schieße ich nicht. So, die Schüsse kommen wieder näher. Direkt vor mir. Dann werden wir mal sehen, wo sie lang machen. Eigentlich können es nur Sauern sein bei so vielen Schüssen. Oder maximal noch ein Fuchs. Ich kann ja jetzt schon mal sagen, ich habe jetzt zwei Frischlinge geschossen und habe eine Rotznase. Sagen wir noch Weltmanns Hey und Weltmanns Dank. Zweite Sau an dem Tag. Da oben immer die Kante lang. Die hat ein schönes Ding geschossen, glaube ich. Also, ich bin jetzt der Älteste, der ist hier auf die Fähre teuer jetzt. Ja, kann sie nicht mehr bezahlen. Dann wollen wir mal gucken, wo das Schweinchen liegt. Er hat sein Signal, dass Jagd vorbei. So, nee, das zetteln wir hier, wo das andere liegt, hin. Vorne oder hinten? Ja, vorne. Aber das ist ein Bild, 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 das ist ein